Ja gut, dann siebenfache Questabgabe, boom. 17% gibt's noch auf 116, 19% noch auf 115, wow. Das ist big. Nice. Und sogar 1,25 Millionen Penya? Wow. Das wusste ich nicht mal, dass das so viel gibt. Das ist auch nicht schlecht. 1,2 Mille? Hätte ich die Quest gestern abgeben können. Da hätte ich noch ein bisschen Geld gehabt fürs Gambeln. Jetzt ins Dorf von Khan. Mal schauen, ob da der Oliver auf uns wartet. Versteht ihr wegen Oliver Khan? Das war ein Schenkelklopfer, Chat. Chat, das war ein Schenkelklopfer. Es ist eine Pokémon-Anspielung, die Quest heißt einfach komm und schnapp sie dir. Pokémon Johto. Pokémon Johto. Es gibt eine Anzeige. Nintendo versteht da keinen Spaß, tatsächlich. Waffe plus 0 für 210 kaufen oder plus 10 für 500? Die für 500. Es gibt jetzt schon Bloody Waffen plus 10 für 500? Damn. Das ist echt günstig. 8%. Lecker Schmecker. Nom 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 nom. Die 500 Euro Prodex zu kassieren? So gesehen nein. Denn es waren ja nur so viele Prodex, weil ich noch die Level Reach Belohnung für Level 156 bekommen habe. Als vorletzter. Die würdest du jetzt auf jeden Fall nicht mehr bekommen, weil die schon weg ist auf FEC. Schon lange, schon seit der ersten Woche gefühlt ist die schon weg. Also du kriegst schon noch sehr viele Products, aber weniger als in dem Video. Weil in dem Video war es mit Level Reach Belohnung. Und das waren 160 A-Products extra und 120 Super S-Product. Also allein da schon weit über 100 Euro. Also einfach nur die Level Reach Belohnung waren schon weit über 100 Euro wert. Und die kriegst du jetzt nicht mehr. Ich wollte es eigentlich mit all meinen Chars machen, aber da kam mir der FEC-Server in die Quere. Ist. Das sage ich wie immer im Leben. Die Leute verbringen so viel Zeit damit, sich irgendwie über sonstige Umwege einen Vorteil zu verschaffen, wenn sie die gleiche Zeit und Energie einfach in das Spiel stecken würden oder in was auch immer sie tun wollen oder werden, hätten sie es schon längst geschafft. Ja, wie gesagt, also alles müsste günstiger werden, bin ich immer noch der festen Überzeugung. In F-Coin gerechnet. Also kann sein, theoretisch, Beispiel, Item XY, White Satile XY kostet jetzt 500 Mio. Und am Ende vom FEC kostet es 1 Milliarde. Also in Total Penya mag es teurer geworden sein. Aber wenn du es in F-Coin rechnest, sind es jetzt 2500 F-Coin und am Ende vom FEC sind es dann wahrscheinlich nur noch 1500. Also es ist effektiv wesentlich günstiger geworden. Gibt ja einen Unterschied zwischen Penya Value und F-Coin Value. Und ich bin immer noch der festen Überzeugung, in F-Coin Value wird alles nur günstiger. Und da wir erst Juli haben und der Server bis Oktober geht, wird das alles noch wesentlich günstiger. Das wird so geistesgestört günstig noch werden. Big Money! 2,5 Millionen? Oh, lecker Schmecker! Oh ne, es reicht nicht für Level Up, schade.
Lecker. Gehen wir wieder erst auf die Leeches. Saftige 3,5 Millionen Peñatas. Peñatas fritas. Und der Level Up. Lecker Schmecker. Und der Level Up. Und der Level Up. Und the Level Up. Lecker. Schon 3 Level heute gemacht mit den Leechern. Von 115 auf 118. So, nächste Quest. Boom. The Mol plus 9? No way. That's so much money. Nicht genug Platz im Inventar. Scheißendreck. Junge, aber zum Teufel habe ich so viele Sachen gedroppt. Boom. Und 4,5 Millionen Penya, that's actually huge. Also 4,5 Millionen mal 8 ist actually gar nicht so bad. Denn ich habe heftige finanzielle Probleme. So, die nächste Quest können wir dann erst mit 125 machen. Seht zu und staunt. Reichtum, Macht und Ruhm. Boom! 7 Millionen Penya. 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 Boom, 7 Millionen Penya. Boom, 7 Millionen Penya. Richer than a motherfucker. Let's go. Easy money. Smart investment, baby. Und bada bing, bada boom. Nochmal 7,5 Millionskis. Woo. Sheesh. Kaufen mal 25. Oh, wait a minute. Go figure. Was, die Quest gibt 9,5 Millionen? That's a big money. Mal 8 wohlgemerkt. 9,5 Millionen mal 8. Lecker Schmecker. Das ist halt mehr Geld, als ich in der Woche verdiene. Lul. That's a big ass motherfucking money. 12,5 Millionen Penya, 10S Product, 10A Product, mal 8. Schmackotastisch. Das sind genau 100 Millionen Penya. Das sind genau 100 Millionen Penya. 80S Product und 80A Product. Auf diesen Nacken. Einfach ein richtiger Baller. Harm schenkt mir jetzt 100 Millionen Penya, 80 S Pro und 80 A Pro. Number one. Und number two. Number three. Number four. Number five. Number six. Seven. Und eight. Easy. Letzte Quest gibt